Moin moin, mein Name ist Heinrich Löwe und willkommen zurück. Cyberpunk 2077. Muss man nicht weit laufen, cool. Ich habe gerade noch ein bisschen Sachen verkauft. Und dachte mir, jetzt gehen wir mal. Oh, die Automaten. Können wir die spielen? Schade, sowas liebe ich immer bei Games. Ich zahle auch. Hm. Ich habe gerade noch offscreen. Wie? Kannst du reden? Es ist wichtig. Was ist wichtig? Ich habe vielleicht eine Lösung für unser gemeinsames Problem. Ich habe Kontakt zu einem alten Freund von Arasaka aufgenommen. Er ist gerade hier in Night City und kennt einige ziemlich einflussreiche Leute. Alter Freund, einflussreiche Leute. Warum so geheimnisvoll? Komm zum Punkt. Ich hab dir mal gesagt, ich würde an viele Türen klopfen, wenn's sein muss. Wir können uns treffen. Du, ich und der besagte Freund. Du sagst ihm, was du mir gesagt hast. Was wirklich im Kompeki-Plaza passiert ist. Es wird schwer sein, ihn zu überzeugen. Aber es wäre ein Anfang. Gerade du solltest wissen, dass Night City die Verlässlichkeit eines jeden auf die Probe stellt. Selbst die alter Freunde. Jo. Bist du dir sicher mit dem Kerl? Kannst niemanden trauen. Nicht mal Fixer. Wir hätten uns beide schon oft gegenseitig töten können. Ja? Ich traue ihn. Na gut. Und wann treffen wir uns? Japantown. Wenn's dunkel ist. Ich schick dir den genauen Standort. Wir sehen uns dort. Was mir gerade aufgefallen ist, als er uns angerufen hat, dann hat's auch übelst gehakt, glaube ich, so ein bisschen. Im Hintergrund, das ging irgendwie gar nicht. Irgendwie gehen und nebenbei telefonieren. Nachts verlässt der Fuchs den Baum. Ja, aber wir wollen erstmal telefonieren und zwar Judy. Ach, das war Judy Alvarez. Hm. Wie? Du rufst tatsächlich an. Ja, weil ich dich nett finde. Hab doch versprochen anzurufen. Versprechen sind eine Sache, sie einzuhalten eine andere. Und? Hast du was rausgefunden? Jede Menge. Evelyn ist nicht mehr im Clouds. Ihr Verhaltenschip wurde beschädigt. Offenbar hat man sie einen Ripper-Dog namens Fingers vertickt. Oh, Scheiße. Weißt du, wo ich diesen Fingers-Typen finde? Ja, der hat einen abgeranzten Laden an der Jig-Jig Street. Jig-Jig Street. Scheiße, der Typ ist richtig mies. Bin gerade unterwegs, um sie zu finden. Ich hab ihr gesagt, sie soll sich vom Clouds fernhalten. Scheiße. Bis später, wie? Hab dich lieb, Judy. Rufen doch Judy auf jeden Fall an. Das ist eine ganz nette. Ich hätte gern mal eine. Oh. Du hast ja magische Taschen. Wo hast du denn das rausgezogen, gerade die Pommes? Das leckt gerade übelst. Was ist denn hier los, Alter? Machen wir mal das Rage Tracing aus. Der Kollege hatte mich eh schon gewarnt, dass man es am besten ausmachen sollte und flüchten. Nein. Okay. Jetzt geht's auf jeden Fall flüssiger.
Oh, da gehen wir nicht durch. Wir wissen mal, was passiert, wenn man da durch Tatorte raus durchgeht, dann ist man tot. Müssen wir hier runter? Da unten. Das Symbol, kann ich da was verkaufen oder kriege ich da was? Junkladen, hier kannst du alle mögliche, alles mögliche kaufen, keine Rück kaufen oder verkaufen. Ja, Nebenmission machen wir irgendwann. Erstmal müssen wir das mit hier Parker klären. Ich will mich bei Jody einschleimen. Na? Erkennst du was? Ich gebe zu, der Ort hat was Besonderes. Ist das hier mehr nach deinem Geschmack als das Clouds? Hey, wenigstens weiß man hier, was man kriegt. Hey! Ja. Laut und deutlich, schrei nicht so rum. Was gibt's? Ich mache einen kleinen Wettbewerb. Schießen, Preise und so. Also hier in der Anlage. Naja, das klingt doch logisch. Und? Bist du am Start? Ja, machen wir. Ich dachte, Partys sind nicht so dein Ding. Ja, eine große Sache wird das auch nicht. Aber die Eddies werden knapp und das ist zur Kundenbindung und so. Du könntest ja Knarren direkt aus der Produktion verkaufen. Überspring einfach das stundenlange Basteln an jeder Pistole. Wie? Also wirklich? Klar. Bin dabei. Wann? Naja, jetzt. Wir warten auf dich. Bis gleich. Ja, ich komme gleich rum. Kannst du lange warten. Wie macht ihr Alte das? Ohne sich den Rücken zu brechen. Wo willst du denn hin mit deinem jahrelange Übung. Arsch. Sieht man gleich. Gehen wir noch wohin? Wie wäre es mit etwas Action? Ficken ist geiler als blicken. Ja. Kannst du dich so verbiegen wie sie? Nein, schon seit Ewigkeiten. Nee, aber wenn ich dich bearbeite, kommst du so hart, dass du deinen eigenen Namen vergisst. Okay. Ich bin mal weg. Ich sehe gerade, wir haben nicht viel Lebensenergie. Und trage hier die ganze Zeit wie bei Witcher quasi hier Essen und so ein Zeug mit. Hauen wir noch mal ein bisschen was rein. Heilen uns mal ein bisschen hoch. Ein bisschen Zibi. Verleiht hier Sättigung. Und heilen uns ein bisschen hoch. Mit Nahrung. Ist doch auch schön. Also wenn wir mal ein bisschen Geld übrig haben und Zeit, dann können wir mal hier mal ja. Apropos. Ich hatte noch gesehen. Ich habe ja gesagt, wir haben wirklich einen BH gefunden. Nein, jetzt trage ich den. Nein. Ich will den nicht tragen. Die Hose ist besser, die trage ich. Aber den BH nicht. Warum auch immer. Verstärkter, gepunkteter BH. 3,1 Panzerung. Er sieht einfach so schäbig aus. Würde ihn nicht tragen wollen. Süßer, nicht so schnell, komm her. Der hat dich gratis gechippt. Scheiße, echt? Ups. Sieh. Pack mal die Flöte weg hier. Standardausstattung, aber sie funktioniert. Also wollte er echt kein Geld? Nada? Nicht mal in Rat? Wie gesagt, er war Julius Garrett. Nur, bis zum nächsten Mal. Wohnung 10 Euro, Dollar. Habe ich gar nichts. Uiuiuiui. Da schmeißt jemand einfach da den Müll vom Balkon, bis er hier unten landet oder was? Aufzug.
Ah, die bieten auch den Dollar hier. Pro Person. Weiß, wie weit wir uns daran nähern dürfen. Hey, keinen Schritt näher! Wen willst du hier sehen? Niemand, meine Mama. Meine Mama wohnt hier. Ich will keinen Ärger. Hey, ich will keinen Ärger. Lass mich rein, ja? Bitte, bitte? Vielleicht lässt du erstmal mich rein. Schon gut, kannst durch. Oh, ich dachte, wir prügeln uns jetzt. Was sind noch für... Er ist Doc Paradox. Weiß ich nicht. Der Weltraum. Mein Leben im Orbit. Nein. Weil es nicht so spannend. Toll, toll. Sommer bedeutet Regen, dann muss ich die ganze Zeit im Keller hocken. Blaue Butter? Was zum Teufel nehmen Wesen. Die? Blau. Ist durch die purpurdunkle muss Luft ein Safari-Call-Derivat sein. Wie wir mit Blut der in Scheiß, Rot was die Welt des dritten Konzernkriegs durch alle Wehen. Wenn gnädig uns das 24 Stunden König kein wäre. Schmerzgefühl und hinterher so erinnerst du dich an nichts. Für deinen Frieden, wer kann's ihn verübeln? Hm? Klingt nach dem Paradies. Unter Drogen ein. Ihr braucht nichts zu essen, oder? Alles in Ordnung? Nie im Leben schwimme ich. Ich hasse Wasser. Siehst du nicht, dass das allen egal ist? Jo. Eine Amerika, eine Prophezeiung. Der Schreckliche sprach, ich bin Ork. Gewunden, verflucht Baum, der Zeitenlauf beendet. Die Schatten fliehen, es hebt sich der Morgen. Und so weiter und so fort. Da habe ich schon keinen Bock mehr zu lesen. Milka Schokolade, oder? Ja, gerade. Gewöhnliche Item kommen. Batterien. Steck ich mir wie Zäpfchen in den Popo. Hey, fass sie nicht an! Ich hab keinen Schiss vor deinem mickrigen Arsch. Wirst du aber, wenn jedem Mox der Stadt in diesem Drecksloch aufkreuzt. Ah, ich glaub, die Person kennen wir. Wenn du hast, dann geh vor Gericht, du Schlappschwanz. Schon klar, jeder hat mal genug. Oder auch nicht. Zahl mir deine Schulden zurück und du kannst dich in sonnigere Gefilde verpissen. Du Alter. Noch einen Scheiß schulde ich dir. Und ob du das tust. Und Scheiß heißt in dem Fall um die 20.000. Hm. Was? Das hast du Wichser dir doch gerade aus dem Arsch gezogen. Pass auf, wie du mit mir redest. Hey. Sprich mit mir. Hallo? Stell dich gefälligst an. Hey, verdränge es nicht. Pflanz deinen Arsch hin und warte, bis du dran bist. Als ob wir warten. Entschuldige. Schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich mach mir solche Sorgen um sie wie. Wusste nicht, dass was passiert ist. Wir finden sie schon, ganz sicher.
Nach dem Überfall war Evelyn eine Weile bei den Morgs, oder nicht? Ja, war sie. Warum zum Teufel ist sie dann zurück ins Clouds? Dachte, da wäre sie sicherer. Weiß Gott, warum. Hab versucht, sie aufzuhalten, aber sie wollte nicht auf mich hören. Schon mit Fingers geredet? Schön wär's. Bei dem wartet man länger als bei den besten Ärzten der Stadt. Wir werden ewig hier warten, ich weiß das. Vielleicht kannst du mit einem der Mädels reden, ob wir vor können. Gewalt wäre hier eine Lösung. Warum ich? Ich glaub nicht, dass sie mich mögen. Versuch's einfach. Oder schlag was Besseres vor. Evelyn bedeutet dir echt viel, hm? Und wie genau bist du zu diesem Schluss gekommen? Als du wusstest, wo sie ist, warst du kaum noch zu halten. Wenn du Evelyn erstmal gut kennst, willst du sie nie wieder loslassen. Du hast mal im Clouds gearbeitet? Nicht als Puppe, als Tunerin. Zu der Zeit habe ich F, Tom und die anderen kennengelernt. Meinst du, die halten Evelyn hier irgendwo fest? Dann würden wir sie wenigstens so schnell wie möglich finden. Andererseits, hoffentlich nicht. Wer weiß, was dieser kranke Penner mit ihr angestellt hätte. Meinst du, die halten Evelyn hier irgendwo fest? Nein, ich wollte das nicht. Dann würden wir sie wenigstens so schnell wie möglich finden. Ja, aus dem Gespräch raus. Als ob ich hier eine Chance hätte. Hilft Fingers den Typen und Mädchen, die hier in der Gegend arbeiten? Mir schon. Ohne ihn säße ich schon im Rollstuhl. Er hat dir Chrome installiert, wo sich die Real Skin abgepellt hat. Und mit was ersetzt, was nach Bodenfliesen aus einem Seniorenheim aussieht. Besser als verkrüppelt. Meine Freundin hier, sie ist in echt dreckiger Verfassung. Können wir vor? Ausnahmsweise? Klar, Süßer. Geht ruhig vor. Hey, hey, Moment mal, langsam. Der ging's doch eben noch gut. Hat ihren Stolz. Lässt sich ungern was anmerken. Jetzt mach mal los, komm, gehen wir. Mund auf. Wie sieht's jetzt aus? Besser. Irgendwas stimmt nicht. Alles ist so verschwommen. Die letzte Besitzerin der Gesichtsplatte hatte ein längeres Gesicht. Die Ränder ziehen an deinen Sehnerven. Keine Sorge. Du wirst dich dran gewöhnen. Ich glaube, wir können. Gehen wir rein? Gerne eine Weinflasche. Ja, bitte. Wie kann ich helfen? Wir suchen eine Evelyn Parker. Ich weiß, dass sie hier war in deiner Klinik. Ah, verstehe. Darum geht's also. Wo ist sie? Papa ausgelegt für das Blut schon. Das ist eine schwierige Fangfrage. Seid ihr Tiger Claws? Ich habe all meine Schulden bezahlt. Wir sind Mocks. Oh Gott, Mocks. Sieht das fürchterlich aus. Sagt das doch gleich. Also, was führt euch her? Stimmt was nicht? Und wir beleiden ihn erstmal. Hab gehört, du hilfst den Mädchen aus der Gegend. Kinder spielen nicht gerne mit kaputten Spielzeugen. Wenn die Haut schlappert, die Löcher ausleiern und die Implantate nicht funktionieren, dann... Nun, du verstehst. Wer für Ware bezahlt, will gute Qualität. Das Einmaleins des Konsumismus. Ich bitte dich. Auf Schrottplätzen gibt es bessere Qualität als hier. Wissen diese Mädchen, dass du defekte Implantate einbaust? Du nennst sie defekt.
Ich nenne sie die Besten, die sie kriegen können. Hm? Was kriegst du dafür? Was immer sie mir bieten können. Und sie haben immer irgendwas zu bieten. Du bist so ein Drecksack. Abschaum! Sucht ihr eine Freundin? Habe ich dir schon gesagt, ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Ich muss sie finden. Bitte, kommt in mein Büro. Hier kommen so viele Mädchen vorbei. So viele. Aber sagen wir so, ich widme mich mit Leib und Seele jeder einzelnen von ihnen. Naja. Ich bin doch kein Metzger. Ich weiß, was ich tue und ich weiß, was die Leute wollen. Umschmeichelt, gelobt und gestreichelt werden. Sich fühlen, als ob sie etwas wert sind. Natürlich. Ich würde euch gerne die Klinik zeigen. Bitte, setzt euch auf eure exquisiten Hinterteile. Hm? Forrest. Sagt dir der Name was? Nein. Sie nennen ihn Woodman. Arbeitet im Puppenhaus. Du hast mit ihm geredet? Ich mochte Woodmans Tonfall nicht. Also habe ich dafür gesorgt, dass er für eine Weile nicht reden kann. Du bist mir übrigens nicht viel sympathischer. Also pass auf, was du sagst. Die arme Kleine. Ich wollte ihr helfen, wirklich. Aber diese Einrichtung ist nicht gerade gut ausgestattet. Du meintest, du konntest ihr nicht helfen. Was stimmte denn mit ihr nicht? Also, wenn ich das wüsste, würde sie sicher fröhlich strahlend hier stehen. Das Instruktionsregister auf ihrem Chip war total verkohlt. Hab's ausgetauscht. Hat nichts gebracht. Der Schaden kam von einem Netrunner mit Malware-Marke Eigenbau. Oh, quäl mich ja, nicht an, Alter. Klingt plausibel. Komm zum Punkt. Den Punkt? Ah ja. Nun, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wo sie ist. Schluss mit den Scheißlügen! Was hast du, Freak, mit ihr gemacht? Entweder legst du dieser Kreatur einen Maulkorb an, oder du schläferst sie ein. Mit ihrem Raum kann man sich nicht unterhalten. Du bist Abschaum, erbärmlich, überflüssig. Ich bin so kurz davor, dich einzuschläfern. Zwei Biefer aus einem BT-Studio haben sie. Ich kenne nicht mal ihren Namen. Bitte, bitte. Ups. Ausgerutscht. Sie haben was von einer Motte geredet. Virtus mit der Todesmotte. Meinten, sie wäre gut für die Motte. Ich brauche frische Luft. Bin draußen. Wenn wir hier sind, können wir noch mal klauen. Jetzt, wo er K.O. ist. A5 brauche ich auch nicht, das nehme ich mir. Habe ich ja gerade ein Dildo aufgenommen? Schwiegen halt weg. Nein, oh, ich wollte nicht in den Spiegel gucken. Ach du Scheiße. Was hat denn der Typ hier alles rumstehen, ey? Ich weiß, was es ist, und ich erahne es, was es ist. Ich möchte es aber nicht aussprechen. So. Ein ganz schöner Perverser hier, der Typ. Oh, ein großer Perverser. Ja. Aber was Tolles, Wertvolles hat er nicht, ja.
Ich fand ihn von Anfang an so unsympathisch. Die Welt als Wille und Vorstellung. Kerzen. Oh, Kerzen kann man gut verkaufen. Oh, 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 oh. Darf YouTube nicht hören. Messer wieder. Ah, braucht er nicht. Er ist eh ein schlechter Doc. Schönen Tag noch. Macht's gut und so. Ich hab sie zurück ins Clouds gehen lassen. Ich hätte sie aufhalten sollen. Ja, war keine kluge Entscheidung. Aber wir sind ja zärtlich, also nett zu ihr. Keine Angst, wir finden sie. Ganz sicher. Genau. Wir finden nur, was von ihrem zerstückelten Körper übrig ist. Hey, reiß dich zusammen. Willst du jetzt aufgeben? Nein. Unsere einzige Spur ist ein XBD. Wohin führt uns das? Und wir wissen, dass es was mit dem Todesmottensiegel zu tun hat. Besser als nichts. Ich raff deinen Optimismus nicht. Ja, ich glaube, klingt immer noch, als hätten wir nichts. Wir haben auch nichts. Sagt dir das Todesmottensiegel was? Irgendwas? Egal wie unwichtig es scheint? Hör zu. In dieser Branche ist die Nachfrage für alle möglichen Fetische da. Und das grenzenlos. Aber XBD-Macher würden ständig den Standort wechseln. Und das macht es schwieriger, sie zu fassen. Wir müssen rausfinden, wo sie das Zeug drehen. Muss irgendein dreckiges Loch sein. Es ist alles ein dreckiges Loch. Wir kaum ein Studio haben. Ja, sicher irgendwas Ruhiges, Abgelegenes. Vielleicht entdecken wir was in einer ihrer Virtus, was uns auf ihre Spur führt. Dann müssten das echte Vollidioten sein. Alles und jeder hinterlässt Spuren. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Glück bin ich mit der besten BD-Spezialistin der Stadt unterwegs. Das sind zwei Expertenaugen mehr. Na schön, deine BD-Spezialistin hat eine bessere Idee. Pleasures of Night City, eine Domain mit einem Ableger im Darknet. Da findet sich alles Mögliche. Vielleicht stoßen wir ja auf was Nützliches. Lass mich einen Moment nachdenken. Die Darknet-Domain ist die beste Spur. Halten wir uns an deinen Plan. Gut. Hoffentlich kannst du was Nützliches ausgraben. Ich warte im Van. Okay, ich dachte, du machst das jetzt. Oh, oh, was ist los? Weiß jetzt nicht, ob ich mir auf ein Terminal suchen soll oder mich irgendwie umhören soll. Hey, yo, willst du uns abzocken oder was? Da fehlen vier Beutel, Mann! Mehr hat Pablo mir nicht gegeben. Wenn's euch nicht passt, macht das mit ihm aus. Ich rede aber nicht mit Pablo, sondern mit dir. Das bedeutet, du und ich, wir haben ein Problem. Ich könnte die Straße... Okay. Da war ein Bereich... mit deinen Eingeweiden pflastern. Aber ich will erst, was mir zusteht. Versuch's doch. Na los, Junge. Meine Leute finden dich, wenn du mir was tust. Was ist denn hier passiert? Haben sich beide umgebracht? Ich hab's nicht gesehen. Nice. Beide haben sich echt gerade gekillt. Scheiße, ich wollte eigentlich stehen bleiben, mir das zuhören. Aber ich dachte mir, komm, geh weiter, wird nichts Spannendes passieren und dann killen sich beide. Ah. So. Oh Gott. Kann man da nicht zoomen? Ein
einloggen? Okay. Einloggen ist... ja... So, und nun? Das, finde den Dealer X. Die Dealer im Netz. Hm. Hat wohl. Ahnung. Der einfach hier so im Netz stehen oder was? Hm? Habt Sprenger? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich so hier. Auf die Seiten auch noch gehen? Nee. Alles, oder? Achso, ich habe schon irgendwie die Information gefunden. Okay. Ah, wir sind runter. Suche nach Rohmaterial, ungefiltert. Bei mir kriegst du nur Ungefiltertes. Worauf stehst du? Ich will was, was mich umhaut. So richtig die Neu. Ich komme ein andermal wieder. Entschuldigung, habe ich euch unterbrochen? Da wohnst du. Was ist mit dir? Kaufst du was oder willst du nur wie ein Undercover-Bulle rumstehen? Ich steh rum. Was hast du? Virtus. Auch spezielle? Sagen wir es mal so. Wer das weiß, muss nicht fragen. Ich suche BDs, der besonderen Art. Besonders? Bist du ein Bulle? Polizisten sind wie Kinder. Mama und Papa lassen die nicht alleine raus. Schon gut, schon gut. Man kann nie zu vorsichtig sein. Was willst du? Gib mir das Beste vom Besten. Was mit der Todesmotte? Hab's mit einem Feinschmecker zu tun. Jo. Todesmotte kostet aber ordentlich. Wie steht's um einen Neukundenrabatt? Rabatt gibt's nur für Stammkunden. Wenn du pleite bist, verpiss dich. Voll. Als ob der mir sagt, woher die Ware bekommt. Wo hast du die Aufnahmen her? Ich dachte, du bist kein Bulle. Nur neugierig, mehr nicht. Deine Neugier wird garantiert gestillt, sobald du die Ware hochfährst. Die Leute, die sie machen, besessen von ihrer Anonymität. Hatte nie das Bedürfnis zu fragen, wo die herkommen. Und genau deshalb lebe ich noch und kann mir jetzt von dir Löcher in den Bauch fragen lassen. Hast du was Interessantes für mich? Mhm. Wenn wir gerade dabei sind, kann ich dir Sachen verkaufen. Da hab ich auch noch hier. Haben wir gerade ein paar Sachen mitgenommen, ja? Hier, teure Kerzen, die sind von Ikea. Die Erklärung war. Verstiegenheitserklärung war auch. Mal schon mal, wir haben ein bisschen Geld wiedergekriegt. War mir ein Vergnügen. Mir auch.
gucken, ob da was Wichtiges drin steht, ob der, wo die Quelle Gastvorwort. Braindance-Prozenten streben seit langem nach Gleichgewicht. Klingt auch nach Werbung. Oh, lustiges Sexviertel hier, ne? Da endlich aus dem Bum-Bum-Viertel raus. Steig ein. Ja, mach ich. Mich rein. Hey, wie? Hi, Judy. Lass mich alles vorbereiten, aber setz das Headset richtig auf. Sieh es dir an, ich editiere in Echtzeit. Solide Links-Rechts-Kombo. Kann losgehen. Beschreib mir alles. Vielleicht bemerkst du was, was ich übersehen würde. Oh Gott, ich war ja richtig gut dabei. Editiermodus ist bereit. Seh dich in aller Ruhe um. Arme Sau. Muss ein Scav sein. Sonst zieht sich niemand so an. Da hinten ist noch. Das Radio ist voll aufgedreht. Damit man die Schreie nicht hört. Wenn du nichts Nützliches siehst, versuch die Ebene zu wechseln. Klingt nach Scavs. Ja, ich hab doch schon, Süße, die Ebene gewechselt. Irgendwas Interessantes. Da ist einer. Eine Scav-Frau. Wer hätte gedacht, dass die auch Expedis drehen und nicht nur Leute ausweiden? Das hier? Gewöhnliche Kiste. Decker, Tanaka and Rogers Logo. Normal für einen Müllhaufen. Oh, eine Leiche liegt. Vor kurzem bestellt. Ah. Electric Corp Logo auf den Overalls. Wenn sie auch bei eBay bestellt haben. Dieses Synth-Kaffee-Aroma schlägt nichts. Billig Scheiß. Und kalt. Bucke-Slice. Kaffee war kalt. Vielleicht einen Tag alt. Aber die Pizza sah frisch aus. Also? Also kaufen sie regelmäßig bei Bucket Slice. Was man nicht wegen des tollen Geschmacks und der frischen Zutaten macht. Niemand schleppt eine Pizza als ein Stück Burschen und durch die halbe Stadt. Okay, wir suchen nach einem Electric Corp Kraftwerk bei einem Bucket Slice. Ich sehe, du mal etwas in Charter Hill. Bucket Slice gibt's da auch. Aber bist du dir sicher? Wir können auch nochmal rückspulen.
Leider finde ich bisher keine anderen Radio. Okay, also ein altes Electric Corp Kraftwerk in Charter Hill. Das muss erstmal reichen. Mehr kriegen wir hier nicht mehr raus. Hm. Los, wir müssen dahin. Ja, fahren wir zusammen? Gerne. Okay, auf geht's. Dann mal los. Ich höre noch die Sounds aus dem BD. Lass die Bilder nicht los. Aus der Todesmotten-Virtu, die wir gesehen haben. Wenn alles, was die aufnehmen, Snuff ist, dann... Sag's nicht. Die müssten total bescheuert sein, um F für sowas zu verschwenden. Wie meinst du das? Wir reden von einem Mädchen, das nicht nur ein Vollprofi ist, sondern sogar ein Puppenimplantat hat. Ich meine, sowas findet man nicht an jeder Straßenecke. Man merkt, dass man in der Zukunft ist, wenn man keine Fahrgeräusche mehr hört. Oh doch, jetzt kommen sie. Können wir mal ganz kurz unser Charakter aufwerten. Ich möchte doch jetzt bis, dass wir stärker werden. Feuerwaffe. Oder brauchen wir das für Stärke? Aber für Gesundheit, Ausdauer, Schaden mit Fäusten. Schaden mit Nahkampfwaffen. Zumindest mal Türen eintreten können oder so. Damit man noch weniger silent ist. So, und dann möchte ich gerne hier, können wir was für Ehre weiter aufrufen. Oder, genau. Waffenpistole. Desperado erhöht den Schaden mit um Revolvern um 3%. Für Kopfschüsse. Mag ich. Ladezeit wird erhöht. Wir machen mal hier einen auf. Den Skill mal erstmal hoch, dass wir, wenn wir Kopfschüsse geben, mehr Schaden machen. Haben auch die Punkte schon verteilt. Möchtest du mich mit mir unterhalten? Underwater, wäre irgendwas. Ja. Hm. Wenn ich Mathilde nicht hätte, würde ich gerne mal fragen, ob ich mir deine Tattoos so ein bisschen angucken kann, alle. Das hat Cthulhu an der Handfläche. Cthulhu ist cool. Die Ampel war gerade wieder grün, genau. Überspringen wir. Die möchte sich ja eh gerade mit mir nicht unterhalten, von daher. Und da wären wir. Ja. Gehen wir rein? Such nach einem Eingang. Ich bleibe hier und scanne im Subnet nach Bauplänen für die Anlage. Vielleicht finde ich ja was. Ich komme nach, sobald ich was hab. Bis dahin bleiben wir per Holo in Kontakt. Okay, dann mal los. Gefunden den Eingang. War ja kompliziert. Gibt es Kameras oder so? Ah, da ist der Eingang. Okay. Wollte schon sagen, wäre jetzt echt einfach gewesen.
gedacht, dass wir vielleicht da irgendwie weiterkommen oder was ist das denn? Hier einfach so. Ach so, wieder den Waffenkatalog. Puh. Da liegt auch noch was. Lippenstift. Ah, dann lässt sich mal gut verkaufen. Okay, da gab es gerade was. Ja. Ah, ich hätte von da oben vielleicht was machen können. Ich guck doch immer in meine Richtung. Hi. Kommt den Bauplan. Ich bin sofort da. Versuch einen Weg in die Untergeschichte. Scheiße. Schüsse gehört. Lebst du noch? Ja, keine Zeit hier rumzuschleichen. Scheiße. Voll verkackt. Schrot-Action. Ach, fuck, voll verkackt. Ah. Scheiße. Mann. Ich habe gehofft, hinter ihr zu kommen, weil sie dreht sich natürlich genau in dem Augenblick, als ich sie von hinten töten will, dreht sie sich ja quasi um und guckt mich an. Also unten war eine Waffe, aber auf die kann ich eigentlich verzichten. Dann haben wir wenigstens schon mal einen Höhenvorteil. Schlaf gut, mein Freund. So, dann verlinken wir uns doch mal. Und wir hacken uns da mal rein. Hacke, hacke, Peter. Hacke, hacke, Peter. Wenn er kommt, dann... der Falsche. Naja, das war... ich. Was explodiert? Kann ich aber. Ich könnte hier einfach drauf schießen und dann. Okay, nächstes Gerät. Zur Anlage.
Wird schon spaßig. Ich würde aber gerne noch mal schon gehört, letztes Jahr hat die Kameras ausschalten. Die 32 Konzerne von der Einkommenssteuer. Warnung. Jemand einer Jig-Jig hat Fragen über unser Studio gestellt. Wir können uns also entweder darauf gefasst machen, für einen Filmpreis nominiert zu werden oder auffallen. Oh. Ah? Verpiss! Das gibt Ärger. Scheiße. Hab Schüsse gehört. Lebst du noch? Situation. Ja, keine Zeit hier rumzuschleichen. Ich sollte nicht Agent werden. Bin ich hoch? Scheiße, die Idee war doof. Da muss ich auch irgendwie hochkommen. Nein, upsi-schwupsi. Hä? Häng ich hier irgendwie fest? Geil. Okay. Das ist ja Spitzenklasse. Das... super duper. Hä? Ich kann nichts machen, ich hänge fest. Oh, ich bin hier. Warum sind jetzt alle tot da drin? Wir finden dich so oder so. Hast du gehört? Oh. Jetzt sehen die mich nicht. Geil. Was? Was? Scheiße. Ja gut, dann muss ich mich halt selber töten. Das ist ja Fotzenkacke. Scheiße. Ah, ja gut, dann mache ich hier einen Break und nächstes Mal geht's weiter. Tut mir leid, aber ich hänge hier irgendwie fest. Ich werde auf jeden Fall nicht speichern, ich werde mich gleich töten lassen. Wenn nicht, muss ich mich selber töten mit Granaten. Ah, aber das müsst ihr nicht euch mit ansehen. Trotzdem, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Kommentar. Oder die noch nicht haben, ein Abo. Wäre immer ganz gut. Kann ich immer gut gebrauchen. Wie gesagt, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.